Willkommen auf mein Gartenkanal bei Janis Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt. Und schaut auf meinen TikTok-Kanal vorbei und macht das Plus weg. Und schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat. Überall unterstützt den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Livestreams mehr und keine YouTube Shorts mehr und keine Videos mehr. So, heute geht's über das Hochbeet und die Zitruspflanzen sind draußen und die tropische Obstbäume sind draußen. Was? Das zeige ich euch in diesem Video. So. Hier haben wir mein Hochbeet und mein Orangenbaum. Er kriegt Blüten. Und hier haben wir meinen Granatapfelbaum. Hier sind Zitronenbäume und Orangenbaum und der Artischocke und da ist mein Hochbeet. Es wächst alles sehr gut. So. Und mein Apfelbaum blüht auch bald. Sehr gut. Das freut mich. So. So, da ist mein Eukalyptusbaum. Und da ist mein anderer Zitronenbaum. Und da haben wir die Erdbeerpflanze. Wird schon reif. Und das sind jetzt meine Salate. Da kann man schon bald was ernten. Wow. Und das sind meine Kohlrabi. Blau und weiß. Die wachsen auch sehr gut. So. Und da haben wir den Kirschbaum hinten. Er blüht auch jetzt. Ziemlich sehr gut. Sogar. Und mein Weinbergpfirsichbaum hat auch geblüht. Sieht ziemlich gut aus. So, hier ist mein andere Obstbäume und der Lorbeerpflanze und die Nordmandannen und die Frühlingsblumen. So, die wachsen auch sehr gut. Jetzt zeige ich den Lorbeer. Er treibt auch sehr gut aus. Und die Tulpen sind wunderschön. Und die Nordmandanne wächst auch sehr gut. Und der Kakibaum treibt auch aus. So. Und der Mandelbaum ist auch ausgetrieben. So. Jetzt haben wir das Ganze gesehen. Und jetzt gehen wir zum Ende dazu. Und jetzt haben wir noch was. Ich zeige euch noch was.
heute dann mal vielleicht in einen YouTube-Shop einen Salat ernten. Das habe ich jetzt Lust daran. Er wächst eh nur dann aus und dann kann man ihn nicht mehr essen. Ja. Und dann haben die anderen viel mehr Platz zum Wachsen. Ja. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung, schreibt's mir gerne in die Kommentare, schaut's Kanalinfo, schaut's bei i vorbei und tut's den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Livestreams mehr und keine Videos mehr und keine YouTube-Shots mehr. Bis zum nächsten YouTube-Video. Ciao, ciao.